Überraschung. So, eben ist ja noch das letzte Paket für das Tasting gekommen. Mache ich jetzt mal auf, von Überquell in Hamburg. Da sage ich nur eins, Tingle Tangle Bob freut sich. Gibt jetzt für Tingle Tangle Bob was zu trinken. Schönes Triple IPA. Wollt ihr noch ein Ü kaufen? Und Infos. Was haben wir heute noch Schönes vor? Dann fahren wir gleich noch ins schöne Münsterland, nämlich nach Münster. Und da gehen wir dann die Brauerei Pinkus besuchen. Da kaufen wir dann mal ein bisschen Pinkus extra ein, damit wir das auch noch auf irgendwelche Träger verteilen. Ja, 6er-Träger. Wow. Biere, die ich auch am Zapfhahn habe. Oder erstmal 3 Biere oder 4 Biere, die ich am Zapfhahn habe. Und dann gucke ich mal weiter. Und dann könnt ihr die nämlich auch kaufen. Ich bin verwirrt. So, gut jetzt. Auf geht's. Ins schöne Münster. Liebe Leute, wir stehen jetzt hier vor der Pinkus Brauerei in Münster und jetzt geht es dann gleich mal ein bisschen zum Shoppen. Und da kaufen wir dann ein bisschen Pinkus extra in 0,33 Liter Flaschen und die kommen dann auch schön in 6er-Träger rein. Das ist aber spannend, Leute. Yeah. Die lassen wir vor, oder? Boah, Junge, das ist aber wirklich spannend. Boah. Wo soll ich die denn hinstellen? Ach so. Du. Kannst du anfangen? Danke. Ja, gerne. Wir waren jetzt bei der Pinkus Brauerei in Münster. Da haben wir dann den Jonas kennengelernt, der auch so eine kleine Kurzführung gemacht hat. Und dann hat er uns auch noch was zu den Bieren erzählt. Ich habe hier jetzt unterwegs Pinkus Extra habe ich dabei. Und das Bier, für das die Pinkus Brauerei bekannt ist, das Original. Das ist ein obergäriges Altbier. So, und jetzt gehen wir durch Münster und da stelle ich euch dann die 6 Biere vor, die im nächsten Online-Tasting am 13.03. ab 19 Uhr live aus der Locke verköstigt werden. Ja, ich befinde mich jetzt hier vor dem St. Paulusdom zu Münster. Das ist einer der wichtigsten Bauten hier in Münster. Das Wahrzeichen neben dem Rathaus von Münster, das wichtigste Wahrzeichen. Wir fangen dann hier mal im Münsterland ganz leger an mit einem Bier aus Bayern, aus Bayreuth. Hoppy Hell, ein schön gehopftes Helles von Meisel & Friends. Jetzt geht es weiter zum Rathaus. Danke. Now for something completely different. Wir befinden uns jetzt am historischen Rathaus von Münster. Bekanntheit hat das historische Rathaus erlangt durch den Westfälischen Frieden, der hier 1648 geschlossen wurde. Und für hier habe ich mir jetzt ein Hamburger Lager ausgesucht von der Kehrwieder Brauerei, der sogenannte Prototyp. Und jetzt geht's weiter und zwar zu Douglas. Nein. Entschuldigung, nein. Es geht jetzt weiter in die Richtung und da steht die, wir gehen jetzt weiter zu dieser Kirche. Ja. Ich befinde mich jetzt immer noch in Münster, sitze jetzt hier
einem nicht funktionierenden Brunnen vor der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti und habe gerade festgestellt, dass als nächstes zwei Sauerbiere folgen bei unserem Tasting am 13.03. ab 19 Uhr live aus der Locke. Und zwar haben wir hier Heras Art Bier. Das ist ein Strong Sour Ale. Das Bier hat 6,9% und das Etikett wurde speziell von einer Künstlerin entworfen für Meisel and Friends. Wir gehen jetzt weiter. So, die Stadtbibliothek hat mich so architektonisch jetzt nicht so überzeugt. Deswegen stehe ich jetzt hier vor dem Erbdrostenhof. Das ist ein altes Stadtpalais. Und dieses Stadtpalais, der Baumeister ist Konrad Schlaun gewesen. Aber hier dieser Platz ist früher mal von Straßenbahnen befahren worden. Und hier hat sich die sogenannte heulende Kurve befunden. Das heißt, hier waren die Radien so eng, dass die Straßenbahnen, die hierher fuhren, die haben sich zwei Linien gekreuzt, richtig Lärm, Quietschen und so weiter gemacht haben, sodass sich sogar Hotelgäste nicht mehr in dem anliegenden Hotel verständigen konnten. Auch ganz schönes Theater im Frühstücksraum war. Aber das kennt man ja aus Wuppertal von der Schwebebahn. Soweit kann ich das dann so ein bisschen nachvollziehen. Und für hier, weil ich habe mir dann gedacht, da ölen wir da mal ein bisschen die Schienen, die jetzt leider nicht mehr da sind. Und hier habe ich das Fake Empire, das ist das andere Sour, was wir am nächsten Samstag probieren werden. Und das ist ein Sour IPA von BrewDog und das hat 6,2%. Wir befinden uns jetzt am vorletzten Punkt unserer kleinen Rundreise durch Münster, und zwar an der Promenade. Die Promenade ist früher der Befestigungsring gewesen hier in Münster und der ist jetzt ausgebaut worden zu einem schönen Radweg, eigentlich genauso wie die Nordbahntrasse in Wuppertal. Für hier habe ich mir aufbewahrt Tingeltangel, das ist von der kleinen Brauerei in Hamburg auf St. Pauli. Tingeltangel, das ist ein Triple IPA, kommt mit 10% Alkohol daher. Und dann wollen wir mal schauen, wie das dann bei unserem Tasting schmecken wird. Und zum Schluss fahren wir jetzt noch zum Münsteraner Schloss und gucken mal, was da so los ist. So, wir sind jetzt hier am letzten Platz unseres kleinen Spaziergangs durch Münster. Wir sind jetzt hier im Schlossgarten und im Hintergrund befindet sich dann eben das Münsteraner Schloss. Und hier stelle ich das letzte Bier vor, was am 13.03. ab 19 Uhr im Livestream in der Lok getestet wird. Das ist von Samuel Smith, ein Imperial Stout. Das hat 7%. Und damit beschließen wir unseren kleinen Rundgang durch Münster, aber nicht ohne vorher natürlich noch ein leckeres Pinkus getrunken zu haben. Und das mache ich jetzt mit Julia. So, wir testen jetzt mal die beiden Münsteraner Biere von Pinkus, die wir mitgenommen haben. Und zwar, eher ist das Pinkus Original, dafür ist Pinkus eigentlich auch bekannt geworden. Das ist ein obergäriges Bier, und zwar ein obergäriges Alt. Und dieses Alt ist im Gegensatz zu den anderen Alt, die ihr wahrscheinlich kennen werdet, ist das hell. Hier haben wir auch dazu passende Gläser bekommen. Und jetzt werden wir dieses Bier mal trinken. Julian, zum Wohl. Zum Wohl. Lecker. Sehr lecker. Das werden wir jetzt erstmal auf uns wirken lassen. Und dann kommen wir gleich noch zum Pinkus Extra. Das ist ein sehr hopfiges Pilz. So schreiten wir zur Tat. Jetzt gibt es das Pinkus Extra. Und das Pinkus Extra wird demnächst auch in einem Sechserträger sein von Bieren, die es in der Locke normalerweise vom Hahn gibt. Der Harry ist heute im Akzenta in Wuppertal gewesen und hat die schönen bauchigen 033er Flaschen von Bayreuther Hell besorgt. Punk IPA habe ich sowieso im Haus. Und nächste Woche werden wir dann nach Korschenbroich fahren und werden mal schauen, ob wir in die Boltenbrauerei kommen, um da das Landbier zu holen und flaschenmäßig in 033 mit Plopverschluss auch das Uralt. In diesem Sinne, bis später, bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüss.